Schönen guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Hier in Kufstein. Wir sind gerade aufgestanden und müssen jetzt zum Frühstück, weil wir um 9 Uhr Soundcheck haben. Also von wegen Urlaub und hey, wir fahren ein bisschen Ski und alles ist geil. Nee, nee. 9 Uhr Soundcheck. Und um 12 Uhr ist schon das Zipfelbob-Rennen. Und das wird echt ganz hart. Ich kann schon mal zeigen, wie das hier aussieht. Morgens um 9, 7:30 Uhr. Da ist noch überall Nebel da oben. Ja. So sieht es aus in Kufstein. Jan ist auch schon wach, glaube ich. Ja. Der ist da drüben. Das ist sein Zimmer. Und ich bin im Chris sein Zimmer. Und der Chris hat verschlafen. Da ist er. Er hat verschlafen. Okay. Das ist auch was zu den unchristlichen Uhrzeiten, sagen die hier stattfinden. Moin, moin. Moin, ja. Moin. Moin, moin. Was geht? Also Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Frühstück. Frühstück gibt es nicht hier, sondern etwas krasse Leichner. So genau, weil wir wurden ja ausgelagert. Steig doch erstmal ein. Ja, ich versuch's. Das ist für mich fertig gewesen. Komm, mach. Sag. Wir, gleich, wegen Soundcheck. Wir können gleich Soundcheck machen. Direkt jetzt. Direkt jetzt. So, gucken, wer hier die Mics hat, wer hier auf der Bühne verantwortlich ist. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt vom Soundcheck. Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir. Kannst du reden? Was ist da? Ob du reden kannst? Nee. Du? Erklär irgendwas, Alter. Was soll ich jetzt sagen? Okay, alles klar, nochmal. Das ist der Podcast. Also, wir sind hier nochmal beim Soundcheck. Ja. Und wir gehen jetzt gleich auf die Bühne. Nehmen wir's auf. Nehmen wir's auf, ja, genau. Nehmen wir's auf. Und Gitarren waren gestern noch, ich habe schon vorgestern eigentlich schon, bin gestern noch gespielt. Und Fabio hat ein bisschen, ne? Als Probe, Laura, das? Genau, aber er war ja bei dir auch. Okay. Ja, wir wollen euch eigentlich treffen, wir waren ja. Boah, das ist kalt. Cool! Ja, ist cool. Okay, doch, wenn man wieder angezogen bist. So scheiße sieht es jetzt aus. Ist das deine geliehene Skikleidung? Das sind meine geschliehene Schnees. Wann hast du die gekriegt? Die habe ich gekriegt am Geschliehen. Ah. Berlin. Und das ist ein Freund von dir, dein. Ja. Jesse sagt gerade, er hat leider das Red Bull-Zelt knapp verpasst, aber jetzt ist der zweite Versuch. Eigentlich ist es der einzige Grund, warum du eine Runde weiterkommen wolltest. Aber ich werde das Team meiner Freunde natürlich gewinnen. Das finde ich eine Aussage mit Herz. Vergangenes Jahr in Braunschweig, auch bei einem Space Enterprises Event am Muttertag, hat er ein Lied der Mama gewidmet. Den heutigen Gesamtsieg würde er der Freundin widmen. Jesse Lane ist also einer der wenigen verbliebenen. Go! Tore will jetzt für seine Kollegin, die gerade Zweite geworden ist, natürlich erst recht den Gesamtsieg mitholen, damit man gemeinsam feiern kann. Halten wir zusammen und so legt ein unglaubliches Tempo vor und qualifiziert sich. Die Jungs haben es aber schwieriger. Die Jungs haben es natürlich schwieriger, denn wir haben mehr männliche Starter. Okay, ja, wir sind jetzt hier bei Mountains in Motion und gerade tritt der Porno-Andy auf. Das ist mein neuer Held. Das ist mein neuer Held. Ich zeig ihn kurz. Das ist mein neuer Held. Mein Held. Die erste Liebe sind nicht oft wieder nach ihr. Die erste Liebe wieder so zu fühlen, als wünschst du dir. Egal wo du jetzt bist, ich hoffe dir geht es gut. Es ist ohne dich nicht
so wie früher, weil du und nicht mehr ein Paar sind, denn die Zeit ist vorbei. Doch ich weiß, tief in deinem und mein Herz sind wir immer die erste Liebe. First love, first love. Die erste Liebe, so wunderschön, wenn man sie spürt. Die erste Liebe, sehnst dich oft wieder nach ihr. Die erste Liebe, wieder so zu fühlen, das wünschst du dir. Die erste Liebe, first love, first love. Die erste Liebe. Sag was! Volle Kraft voraus! Volle Kraft voraus! Nach der Ecke ja, klar. Ton läuft. Ah ja, klar. Ah ja, klar. So, Schäfer, geht's euch gut? Ja, alles geil, Alter. Wir haben es auf jeden Fall gerockt. Wir haben dafür gesorgt, dass der Platz voll geworden ist. Gute Nacht bei uns. Sind dann heute todesmutig diesen Berg.